Tag, ja, willkommen zurück bei mir in den Baureihe 99 32 Freak. Ja, endlich mal wieder mit einer neuen Folge von der H0 Modelleisenbahn. Nach langer Zeit, aber wie gesagt, ich hatte ja eine Überraschung vor. Weil ich wollte ja hier ein bisschen was umbauen. Vielleicht sieht man das schon an den Gleisen. Sieht ein bisschen dunkler als aus. Ja, da ist sowas dunkel. Ich habe nämlich jetzt dunklen Schotter benutzt, also braunen. Ja, so rotbraun. Und ich habe halt auch andere Überraschungen. Was genau ist, das werdet ihr gleich sehen. Ich habe auf das ganze Zeug, was da auch hier vorkommt, das sind kleine Masten, ich kann es eigentlich sagen, da sieht man jetzt bestimmt nicht richtig. Und zwar, ich habe eine Telegrafmasten von der Firma Busch. Die habe ich jetzt hier auf der Anlage oben. Und ich habe jetzt seit über zwei Monaten gewartet, bis die endlich mal ankamen. Naja, mein Modellbahnhändler hat gesagt, dass die Firma halt Urlaub hatte erst, dann hatten sie noch mit ihren Herbstneuheiten zu tun und jetzt sind sie endlich angekommen, zum Glück. Jo, dann habe ich halt, wie gesagt, die Gleise neu geschottet, aber ich habe sie nicht neu geschottert. Ich habe generell die Gleise erneuert. Gleis 1, das war ja eigentlich okay, aber Gleis 2 und 3 hat man gesehen, da sind viele Knicke drinne. Die habe ich alle beseitigt, hier sind jetzt nirgends mehr Knicke drinne. Und ich habe auch Flexgleis benutzt für einige Stellen. Flexgleis macht es eigentlich wirklich sehr gut. Und ja, alles ist zwar noch nicht fertig, aber im Groben und Ganzen ist es fertig. Nur so einzelne kleine Details, die müssen noch irgendwo hin. Aber ansonsten ist es fertig. Und ja, morgen kommt noch ein Video von dem Güterbahnhof, wie sich der verändert hat. Also ich denke, dass morgen das Video darüber kommt. Ich will es noch nicht, wegen... ich muss ja gucken, wann meine 185 noch kommt, die ja, auf die ich noch warte, die hoffentlich noch diese Woche mal kommt. Ja, ansonsten halt morgen dann da der Güterbahnhof. Das würde aber morgen leider ein bisschen später kommen, das Video, weil ich bin morgen auch erst von der Schule erst um 17 Uhr zurück, weil wir haben morgen Wandertag in den Landtag nach Potsdam. Ja. Also... wünsche ich euch jetzt so viel Spaß mit dem Video, was jetzt folgt, mit dem Bahnhof. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Also ich finde, es sieht mega aus und ich hoffe, es gefällt euch auch. Also jetzt viel Spaß. Euer Baureihe 99 32 Week. Ich sag mal Tschüss, weil ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen. Also, ciao.